Glaube ich nicht. Und das können uns Sea of Thieves Partner. Gut, dann ist eh komplett weg. Wie, Sea of Thieves Partner können eine Custom Lobby öffnen? Anscheinend, ja, ja. Schreiben die bei mir gerade im Chat. Ja, haben wir ja auch gemacht, quasi. Gut. Ja. Custom Lobby speichert den Progress nicht. Das ist nur eine Fun Lobby. So. Ja, ja. Da kriegst du kein Gold und so. Ist dann eh nutzlos as fuck. Sag mal, wo sind die anderen alle am rumeiern? Nö, ich bin Sea of Thieves Partner. Ich kann eine unnütze Lobby öffnen. Naja, die einen sind schon an der Festung dran, die anderen haben sich gerade die Flagge geholt. Und ich glaube, die Schaluppe, die ist. Das kann gut der Schaluppenbesitzer sein, der gerade hier auf unserem Schiff die Landrasse gespielt hat. Nee, die Schaluppe macht tatsächlich gerade die Festung. Die Schaluppe ist am Worken, ja, ja. Hat er nicht gerade auch was gesagt, dass der mit mehreren Mates auf dem Schiff ist? Ja, ja, der meinte, also einer meinte im Chat, das sei der, also der eine, der Athena machen wollte, der hat dann, glaube ich, aufgehört, weil er gesehen hat, dass der zwei so Leute im Chat im Team hat. Ah, ja, die sind zwei Leute, die da so rumnerven im Team. Ich glaube, ich weiß es nicht. Einen Fass und einen, Aber kann sein, dass sie jetzt auch normal spielen oder einfach. Ich glaube, das Fass, das ist ja direkt zurückgegangen. Ja, ja, das eine, also das war eigentlich nur einer, der so am Nerven war. Ah, Captain Coffee muss sagen, ne? Über Bord sollen. Kriegst du oben auch den Tatenfortschritt? Welchen? Ja, hier Fische angeln und so. Nee, das krieg ich nicht. Okay, dann kriegst du das vielleicht beim Abgeben nachher. Ich halt einfach drauf auf den Tornado, ne? Ja, einfach auf den Tornado draufhalten. Auf den Tornado halten! Durch den Monsun. Oh, guck mal, Skelett, das hat schon Geld gebracht, dass der ein Skelettschiff versenkt hat. Das ist ja geil. Ah, dann haben die da in der Mitte einfach gerade. Das ist so cool, Alter. Wir haben gerade einfach 5k gemacht, einfach so. Hm, ich habe kein Geld gemacht. Du hast wahrscheinlich einen Aufstieg im Plunderpass gerade gehabt. Ah, das kann sein. Den muss ich eigentlich noch hochkaufen, ne? Wo geht denn das? Hochkaufen? Weißt du, also, wie schnell du den hochlevelst, Rumatra? Ja, den kriegst du eigentlich sofort. Ja, aber es gibt doch sicher eine Premium, eine Free-Version, oder? Ja, ja, oder ach, du meinst, die Premium-Version musst du dir kaufen. Ja, die haben. Ja, ja, genau. Wo ist denn das? Saison 8 ist das? Ja. Oder was? Ja, genau, und dann da musst du noch auf. Ja. Ah, und dann muss ich da den Beutepass kaufen. In drei Tagen auf Level 99, ja. Ja, ich bin auch auf 94 gerade. In drei Tagen? Ja, der geht schnell. Was kostet der denn? Ich habe nicht genug antike Münzen. Ich habe heute wieder ein antike Münzen-Skelett bekommen. Oh, das ist geil. 220 antike Münzen habe ich bekommen. Antike Münzen. Ja, ich hatte den schon öfters. Der ist eigentlich sau selten. Sind quasi 2 Euro, ne? Ja, ist eigentlich geil, wenn er das öfters machen würde. Ist ja vor allem bei Skins und sowas egal. Okay, die eine Galeone hat sogar schon einen Ritualschädel. Ich habe ein Standbild. Hä? Error. Ja, du hast einen zu großen Fisch geangelt, G-Time. Und der hat dich dann mit ins Wasser gezogen. Hm. War bestimmt ein Bitcoin-Fisch. Alle Fische sind weg. Das macht mich richtig aggro jetzt. Ich bin schon so angepisst. Aber der Fortschritt nicht, oder? Das ist ja das Wichtige. Ja, das Fische geangelt hab nicht, aber ich hätte die schon gern gebraten. Boah. Mit Rosmarin und sowas, ne? Uff. Rosmarin ist lässig. Oh, Rosmarin ist, glaube ich, das lässigste Kraut, was es so gibt. Ist das ein Kraut? Das ist so ein Kraut, oder? Ja, klar. Aber Fisch würde ich nicht mit Rosmarin machen. Oh, Achtung. Natürlich, hä? Nee, ich würde eher sowas wie Dill nehmen. Nein, Dill ist nein, Classic, nein, Rosmarin oder? In so einen Zander rein oder so. So ein bisschen Butter, weiße Zitrone. Rosmarin ist halt eher für mich sowas für Rind oder Wild. Ja. Okay, wollen wir hier gleich schon anlegen? Ja, ja. Können wir machen. Ja. Ich meine, wir werden eh nicht angegriffen hier. Hoch damit, hoch. Rumatra kennt die Geschichte vom hässlichen Blaubarsch. Oh, erzähl. Es war mal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Dieser SpongeBob.
SpongeBob, ja. SpongeBob. Ja, das ist SpongeBob. Ich komme auch gleich an Land. Ich angel hier noch eben den gelben. Lass dir Zeit. Warte mal. Schieß ihn mal nicht an. Schieß ihn mal nicht an. Ich werde tu dann fast daneben. Oh Gott, kannst oder du. Warum redest du ja in-game? Ich wollte nur wegen mit dem. Mate. Wegen dem Mate. Ja, der sollte dich ja auch so hören, oder? Ja, Minigun hat den Stream an. Ja, schon. Ja, mit ein bisschen Delay. Ey, das ist ein anderer. Vielleicht der Typ, der nerven will. Nein, nein, ich meine ein anderer Boss. Ach so. Guck mal, das ist nicht derselbe wie vorher. Habt ihr den Typ, der, oder seid ihr jetzt zu viert auf der Galeone? Wir sind bei dir. Nein, nein, ich meine den Typen, der, also der eine Dude aus meinem Chat, der die Galeone anführt. Nee, niemand muss mir dabei gar nicht beibringen. Alles gut. Oh mein Gott, der heißt Red Ruth, Alter. Aua. Der Boss ist wichtig. Das hier ist aber noch viel wichtiger. Was denn? Schweine jagen. Achso. Die kleinen, quiekenden Säue. Und die Hühner. Er ist verletzbar. Wir müssen aber irgendwann auch mal die Shroudbreaker-Story machen mit dir, Rumatra. Der Shroudbreaker-Story ist das eine Story-Mission einfach, aber die gibt keinen Fortschritt zur Piratenlegende, ne? Doch, du kriegst Gold, aber du kriegst auch bei denen bestimmte Skins und so, die kriegst du nur aus der Mission. Jo, hier ist eine Kanonenkugelkiste, hier ist ein Totenschädel. Ich bin der Supply-Guy. Bon, aber echt Damage auf den Boss. Hilfe. Ich hab gerade erstmal die Follower weggemacht. Shit. Oh, ich bin tot. Hilfe. Moment, ich muss gerade mit dem Wasser löschen. Oh, jetzt ist ein Loop gespawnt bei Plunder. Ja. Egal, ich spawn einfach. Der liegt. Jupp, komm mal. Glaube ich. Vielleicht können wir so einen Boss auch wirklich mit dem Schiff machen, wenn wir eine Galeone haben. Wenn wir uns da zu viert hinstellen, einfach alle mit den Kanonenbad draufballern. Na, ja, der Schiff aber auch so. Oh Gott. Was denn? Ich bin gestorben, aber ich gehe eh an Bord. Ich will nämlich kochen. Ich bin auch down. Ah, Minigun ist auch down. Oh je. Alle down. Alle down. Ja, ich glaube, das ist zu lange.
Trivens haben wir leider noch nicht. So, jetzt kann ich mir mehr Food auch reinnehmen. Oh, da kommt aber auch schon die finale Mucke. Ja, der hat auch mega Bock gerade. Ach du Scheiße. Ja, der ist übertrieben am Rumballern, der Typ. Hätten wir uns mal geiler parken können, um uns da hinzuschießen. Durch zwei Abilities ist der auf jeden Fall schon durch gewesen. Ich glaube, der ist jetzt in der dritten. Ja, die Mucke ist echt ziemlich episch, ne? Das haben wir richtig gut gemacht. Oh, ich hab schon wieder kein Essen. Hilfe! Oh glaube Gott. Ich nicht, Alter. Wie viel Leben hat er denn? Weiß man das? Ja, der hat nicht mehr viel. Wenn die Musik wie jetzt gerade kommt, ist der meistens eigentlich schon sehr weit down. Aber der skaliert natürlich auch mit Spielerzahl, ne? Ja. Nice. Down! Let's go. Wollen wir Boote herpacken? Ja, ich kann es kurz holen gehen. Wir müssen es ja nur ein Stück hier um die Ecke fahren. Truhe der Wut. Okay, geil. Die würde ich auf jeden Fall abgeben. Direkt meinst du, weil die so nervig ist? Wie macht man die auf dem Schiff? So eine Strat. Wahrscheinlich auch einfach vorne auf dem. Ich weiß nicht, wenn du die ganz, ganz oben auf dem Mast tust, ob die dann überhaupt Damage macht. Oder halt ganz vorne auf dem. Unser Schluppe und Ali. Ja, zwingt die mal dazu, der Allianz beizutreten. Wir könnten da alle mal wir könnten jetzt alle einfach, wir könnten jetzt mit den drei Galeonen, die wir haben, einfach zu der Schaluppe segeln und denen sagen, die muss jetzt der Allianz beitreten oder wir versenken sie. Ist eine rausgegangen oder warum? Kann sein, weil der eine ja, also wir hatten ja die eine Schaluppe drin. Das heißt, es waren ja nur vier Schiffe drin. Mit, weiß ich nicht, mit 14 Spielern. Dann ist ja noch Platz für eine Schaluppe mit zwei Spielern, ne? Ein bisschen hochgehen mit den Segeln. Ja. Ah, okay. Hier. Deswegen kann sein, dass halt noch einer gejoint ist. Soll ich einmal ganz rumgehen? Ja, dahin, wo habt ihr den Stuff abgelegt?
Direkt da, wo der gestorben ist, liegt das ganze Zeug. Okay. Da ja, hinten ist auch direkt rum. Ein Geisterfort, ne? Das könnten wir überlegen zu machen. Ja, genau, das können wir natürlich dann auch direkt sehen. So. Ich mach mal auch hier runter. Eigentlich reicht's, wenn wir da so ganz langsam mit nur einem Segel um die Ecke gucken. Genau. Jetzt glaube ich gleich schon stoppen. Oh! Ey. Na? Na, die ist halt tief, die Galeone, ne? Ja, das müsste reichen von hier eigentlich. Checkst du unten gerade ab oder soll ich runter? Kurz RIP. Du bist eingeschlagen geblieben, ne? Du musst nochmal einschlagen. Oh, sorry. Du hast nicht gelenkt. Genau. Mann, du mach ich dich hin, ich mach Wasser raus. Funktioniert das auch hier mit dem Wasser unten reintun? Wir talken mit ihm, er ist Engländer, er wehrt sich. Er ist eng. Wo ist das Geisterfort? Ich sehe es gar nicht. Ja, hinter uns. Ah, hinter uns. Russe sogar, okay. Wir könnten auch noch vorbeikommen und ihn ein bisschen... Ach, ich glaube, der wird eh nichts machen. Ja, ich glaube auch nicht. Bis der eine Galeone alleine versenkt hat. Ja, ja. Da kommen die anderen im allerschlimmsten Fall schon zur Hilfe. Ja, ja. Bisschen noch rechts einschlagen, ne? Ich muss noch einmal kurz hochmachen, dann gleich passen. So. Das müsste passen. Oh, wir haben eine Kiste mit Kanonenkugeln, ist ja praktisch. Wir hätten noch unten das Loch quasi offen lassen können, das Wasser reinlaufen lassen. Ja, wir stellen ja mal da vorne ab und löschen ab und zu. Ich glaube, das ist am spannendsten. Mach rechts. Was? Ja, genau, mach nach rechts. Warte, ich geh mal das Wasser holen. Oh, die ist ja wirklich giga nervig, ne? Vor allem, wenn wir vorne am Saugen sind. Oh, meine Maus ist gestorben. Moment. Guck mal, das ist doch jetzt mehr, als wir den vorher gemacht haben. Oder irre ich mich da? Kommt mir noch ein bisschen mehr Loot vor. Ich dachte eben erst, da wären Schweine, aber das sind Skelette, die da so rum. Schwein. Aber hinter dir ist ein Schwein, ne? Ja? Oder wer ist das? Ah, nee, das bist nicht du, ne? Ja, ich hab hier hinten aber auch noch ganz viele Sachen. Ich hab schon richtig viel Fleisch und so geholt. Geil, Alter. Ja, wir sind doch definitiv keine vegetarischen Piraten. Sehr gut. Piraten können auch nicht vegetarisch leben. Wir sind Fleischpiraten. Du musst das alles so ein bisschen sortieren, Alter. Das ist schrecklich. Über die Kiste, die hochgegangen ist. Nervt. Das ist ein Kapitän Ansage. Bist aber mutig. Ja. Da muss ich seinen Posten ja noch verdienen, Alter. Wir haben auch einen Ritualschädel, falls wir brauchen, ne? Jetzt. Hier habe ich doch gerade so ein Schwein weggeballert. Hier muss doch vom Schwein das Fleisch liegen noch. Da.
So, und hier hinten habe ich auch noch welche weggejagt. Würde ich sagen, Festung Time. Ja, safe Festung Time. Was denn rum von Ruhe? Der wurde noch nicht wegfahren, ne? Ich bin hier noch. Du bist noch nicht da? Sorry. Ne, ich bin noch nicht da. Ich komme jetzt. Ja, wir machen Segel hoch und dann. Ich habe noch eine Lagerkiste nämlich hier gefunden. Ich kümmere mich in der Geisterfestung drum, die zu looten, ne? Mit Lagerkiste. Ja. Er ist nur Witschel, aber okay. Das Geile ist, mit den Lagerkisten kann ich nämlich dann an Land gehen immer. Wenn ihr irgendwie bei einer Insel was macht. Dann kann ich die Tiere klatschen und das Fleisch alles in die Lagerkiste packen. So, ich glaube, das reicht, oder? Dass wir testen, ob das funktioniert. Letztes Mal stand die auf dem Fass drauf, das ist glaube ich egal, oder? Ja, ja. Oh, das kann ich auch mal zeigen. DJ, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast mit der Kiste. Wir müssen die auch nicht sofort abgeben. Sollen wir nicht schon mal losfahren und du spawnst dich aufs Schiff, oder geht das ich nicht? Ich habe eine Lagerkiste, die kommt jetzt. Okay. Da habe ich schon mal ein bisschen Supply geholt. Und dann drehe ich schon mal nochmal zurück. Snippen. Hey, wieso kannst du das schon mal in Richtung gelenkt, in Richtung von denen lenken? Ja, aber... Nee, dann können wir ihn aber nicht mit dem Ding zippen. Grabben, dann wird er ein bisschen langsam sein, oder? Also mal schauen, ob es unten brennt oder nicht. Okay, so. Nee, geil, das klappt. Das ist ja wie geil. Was denn? Dann ja, wir haben hier, Alter, wir was haben hier schießt so eine... hier auf mich? Wer schießt? Irgendwas auf mich geschossen, ein Skelett oder was? Ja, ich wurde vorher auch random von einem Skelett angeschossen. So, danke. Let's go. Da, guck mal, G-Time. Hey, wer ist da einmal an meiner Bratpfanne? Weg hier! Das ist meine Küche! Guck mal, G-Time. Warte. Hier, wenn du die Kiste ja, ja, das, Wasser den Trick kenne ich. Okay. Aber wir können die gleich, während wir das Dings looten, könnt ihr die einfach oben oder so hinstellen. Aufs Ding. Das Geister. Also, runter, bitte. Ach so, ja, aber da passiert jetzt eh nichts, wenn die da unten steht. Ja, aber das Wasser verdampft nach einer Zeit. Nee, oder? Das glaube ich nicht. Das verdampft doch nicht. Doch, die verbraucht das. Na. Segel. Danke. Doch, das ist ja crazy, hä? Dass so eine Mechanik hier im Game existiert, ist ja krass. Ich glaube, die haben sich viel ums Wasser gekümmert. Ja. Sehr. Essentieller Bestandteil hier. Wir sind zu viert. Und drei im Call mit Karl. Also vier im Call, aber. Hä? Unsere Schaluppe schon ab? Nee, oder? Wieso ist denn wieso hatten die nur... Ja, die noch gar nichts gelootet, die Galeone hinter uns? Lass mal Segel schon mal überall hoch machen. Ich bin dran. Ich fahre die Galeone schon mal vor, dass wir da, das da rausziehen können.
Gerade ist Looten angesagt. Also sollen wir die Kanonen benutzen oder? Boah, Junge! Wie die Kanonen. Nein, nein, wieso denn? Wieso denn? Einfach da ganz ranfahren. Mehr links eindrehen? Ja. Ich will jetzt einmal aus links rum. Und dann unten ist ja dieser Raum, den man lootet, oder nicht? Ja, wir hätten jetzt eigentlich so ein bisschen drehen müssen am besten. Ja, nee, ich glaube, Coffee wollte da. Es gibt ja auch dieses. Es gibt ja diesen Hinterausgang, wo man dann da. Es das gibt diesen Wasser. Kann. Es gibt das diesen Wassereingang. Ach so, nee, ich würde immer hier an dem Tor. Ja, ich finde hier auch geiler, muss ich sagen. Aber egal, jetzt passt er. Ich glaube, weiß ich nicht, wollen die Trollen von der Galeone? Ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen aus, ne? Als wenn die eher hier so auf Trollkurs sind. Jo, was macht ihr? Ich glaube, die sind auf Trollkurs. Oh, sorry, wir sind die Flächenfahrer. Man sieht's. Okay, jetzt ist auch egal, wie wir hier parken. Ja, aber die fahren gleich weiter. Fahrt mal weiter, macht mal was anderes als die Festung, ne? Trolling, Alter. Ist hier unten. Nee, passt eigentlich. Sind nicht kaputt. Ja, dann jetzt. Soll ich die Truhe dann schon mal hochtragen? Warum? Hä, die sollen doch looten, hä? Wieso chillen die hier jetzt? Naja, schade. Schade. G-Time, du hattest recht, es tut mir leid. Spielt ihr mit der Community? Ich glaube eher, dass wir irgendwie hier nur mit Trollern in der Lobby sind. Wir spielen gegen die Community gerade. Wir spielen gegen die Community gerade, ja. Glaube ich nicht, Alter. Jetzt fightet er hier wirklich, ne? Ach du heilige Scheiße. Warum? Oh, ich bin tot. Okay. Jetzt mal for real, warum? Er fightet uns. Ich dachte, er fightet das Ding weg. Nein, nein, der fightet uns, Bro. Hm. Okay, Toilette. Ja, das war auch das letzte Mal, dass wir so Community Allianz Server gemacht haben, ne? War mein Fehler. Wo wir kommen, nee, der Server macht keinen Sinn mehr, die trollen jetzt halt rein. Also es macht leider gar keinen Sinn mehr. Ja, es macht auch keinen Sinn, die sind auch schon auf dem Schiff hier und nerven. Ja, jetzt. Ja, es macht leider gar keinen Sinn mehr. Was ist eure Mission, Junge? Hä? Ja, das ist unser Guy, der mit den. Achso, der spricht. Mit den Trollern redet. Ist hier um fünf Ecken, wer hier wer ist. Ja, ja. Ist das denn die ganze Galeone, die voll ist mit solchen Dullis? Ja, ja, genau. Ist ich glaube, das ist nur. Ja, ja. Ich glaube, das ist drei Leute fighten jetzt. Megalul ist der eine. Richtig schade, wir haben so viel. Ja, dann gebt das noch schnell ab und dann machen wir. Keine Ahnung. Könnt ihr mal kurz die Namen durchgehen? Da gucken wir, dass wir vielleicht einen Sea of Thieves. Ja, kann einer Minigun kann auch ganz kurz rausstellen, dann sieht man doch, wie die Ingame heißen. Ja, ja. Megalul heißt der eine. Ne, warte. It's Pash. Parash 1. Schreibt ihr die Namen auf und dann. Ja. Kommen die halt nie wieder in eine Lobby rein. Fertig aus. Spiel einfach das Spiel. Nee. Machen sie nicht. Die sind ja offensichtlich uns hinterher gejoint. Die sind unsere Allianz gejoint. Also du joinst keine Allianz und fightest dann deine Allianz. Das ist nicht. Also selbst wenn das hier kein Allianz-Server ist, ist das nicht das Spiel spielen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob die das lustig finden, sollen sie doch.
Ja, verkauft euren Stuff, wir machen keine Ahnung. Romatra muss es halt jetzt erstmal auf die harte Tour lernen. Ich hab dir das von Anfang an gesagt. Ich muss tatsächlich auf die harte Tour lernen. Krass. Ich hab's dir die ganze Zeit gesagt. Lass uns das bitte mit Stammzuschauern machen. Ja, ist ja, ja auch gut für die Randoms zu joinen. Und. Ja, ich hab halt. Das Dreirad halt schon wieder. Okay, ist der gleiche. Dreirad Megalol. Ich glaube, dass der eine auch nicht legit spielt, weil der gibt unter Deck dir mit einer Sniper einen One-Hit. Allianz Server hat ja auch keine gewollte Game-Mechanik. Da fighten wir gegen 4 oder was? Ja, es sind 4 inzwischen. Ich glaube, der letzte ist jetzt auch noch da. Wir können vielleicht den hier Schiff kurz abballern, ne? Wenn ihr die ballert, die ballert den ihr Schiff einfach weg. Ja, hinter uns, der hat mich gekillt. Oh, ja. Kann einer retzen? Nee, ne? Nee, ja, der eine, ich glaube, der eine von denen ist ein Hacker. Weil der die ganze Zeit alles one-hittet. Aber ich glaube, einer. Ey, warte mal, du bist der Normale aus eurer Lobby, ne? Unser Teammate ist der Normale. Nee, einer von denen, also einer meint, der hat da 3 Leute eingeladen und die sind dann am Trollen jetzt. Guck mal, dass wenn du auf den hier im Server. Auf der Realone bist, hast du die irgendwie, keine Ahnung. Sabotierst so eine Scheiße. Der Dreirad macht zumindest nichts, Romatra. Die anderen drei trollen. Ja, Real Nose, guck mal, dass du den Schiff vielleicht irgendwie versenkt bekommst. Ach so. Ja, ja, der eine wurde. Der eine, der nicht getrollt hat, wurde rausgekickt. Ja, ja. Der ist sofort. Ich hab's jetzt egal, ich muss einmal auf die harte Tour lernen. Ich hab gedacht, vielleicht kann man mit der Community so Allianz-Server machen und ein bisschen zocken. Krank, dass das wirklich in keinem Game funktioniert, ne? Wie gesagt, du darfst niemals mit der Community sowas machen. Du musst dir immer Stammspieler rauspicken. Ach, wieso haben die das jetzt auch noch 1,5 Stunden erst gemacht? Das ist irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, die spielen halt überhaupt gar keinen Sea of Thieves oder so. Ich glaube auch nicht, die haben ja auch keine Skins und so. Vor allen Dingen, der eine labert, du verstehst ihn überhaupt nicht. Ja, ja. Der ist einfach nur dumm, der Typ. Na, neulich hat's gut geklappt. Neulich hat's gut geklappt, ja. Ich sag mal, die anderen Gullies können ja zur Not kommen, können die mit versenken und dann können wir einfach den Stuff abgeben in Ruhe. Die haben AA-Sales, eine der seltensten Skins. Ja, das war aber, glaube ich, der am Anfang reingejoint ist, der normal spielen wollte. Der hat dann Leute aus dem Chat eingeladen, die gern dabei waren, und die haben ihn dann rausgekickt aus der Lobby. Die sind jetzt am Spawn killen, ne? Ja, aber du kannst dich trotzdem mit Shotgun noch gut killen. Ja. Okay, Romatra, aber ich denke, ich gehe dann jetzt auch. Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Ja, mach, check ich. Nächstes Mal müssen wir das wirklich mit Stammspielern machen, einfach. Da ist das jetzt reine Zeitverschwendung.